Mahlzeit und herzlich willkommen zu ein paar Tipps und Clips für euch, um mehr Abschüsse zu machen. Nummer 1. Pickt euch abgelenkte Gegner raus. Wenn ein Teammate von einem Gegner verfolgt wird oder sich im Turnfight befindet, sind viele Piloten zu sehr auf ihr Ziel fixiert und achten nicht auf euch. Wenn sie in einer verwundbaren Position sind, könnt ihr zuschlagen. Achtet aber darauf, dass ihr euren Kameraden nicht durch die Bahn fliegt oder aneinander geratet. Danach müsst ihr dann wieder schön euren Vorteil konservieren, den ihr habt, entweder in Speed oder in Höhe. Nummer 2. Mit dem MG vortasten und die Kanonen erst auf kurze Distanz nutzen. Die Waffen und Munition, die richtig Schaden macht, sind die größeren Kaliber. Von denen hat man aber meistens weniger Munition, weshalb man hier sparsam sein sollte und sich auf längere Distanz erstmal mit den kleinen Kalibern einschießen sollte, bis man dann nah genug ist, um mit möglichst wenig Kanonenmunition den Gegner effizient zurück zum Hangar zu schicken. Nummer 3. Gebt niemals auf, nehmt noch einen Gegner mit. Viele Spieler sind schnell damit, aus ihrem Flieger zu springen bzw. zum Hangar zu gehen, wenn ihr Flugzeug kritisch getroffen ist oder brennt. Entweder man versucht irgendwie zu überleben und zurück zum Flugfeld zu kommen, um die Chance auf einen zweiten Versuch zu haben, oder man geht voll rein und versucht noch einen Gegner mitzunehmen, um die Runde nicht komplett abschusslos zu verlassen. Nummer 4. Der Pilot ist die verwundbarste Komponente eines Flugzeugs. Selbst ein Pilot mit voller Skillung hält nur wenig aus bei direkten Treffern. Der direkteste Weg, den Piloten zu treffen, ist in der Regel von oben ins Cockpit oder wie bei vielen Bombern von vorne ins Cockpit. Vor allem noch auf den niedrigeren Rängen, wo es hauptsächlich mit Kleinkalibern zugange geht, sollte man versuchen, möglichst auf den Piloten zu schießen. Nummer 5. Ihr müsst schnell schalten können, dann macht man auch mal Doppelschläge und mehr. In diesem Clip war es erst die 109, die ich in Brand setzen konnte. Dadurch hatte ich dann die Möglichkeit, auf die XP50 zu wechseln, um direkt einen zweiten Abschuss zu sichern. Nummer 6 ist auch gleichzeitig ein Überlebenstipp. Geht nicht alleine auf Gegner, erst recht nicht auf eine Gruppe von Gegnern. Mein Teammate war gerade im Luftkampf mit einer KI-43, die auf kurzer Lang diesen Turnfight gewinnen wird, oder gewonnen hätte. Unter uns versammelten sich aber auch weitere Gegner, aber ich habe mich erstmal entschlossen, die KI-43 mit zu bekämpfen, damit mein Mate wieder verfügbar ist und wir uns gemeinsam um die unten kreisenden Gegner oder zu uns hochkletternden Gegner zu bekämpfen. Und so konnten wir beide halt mit Vorteil dann kämpfen. Nummer 7. Während der eigenen Bewegung schießen kostet häufig mehr Munition. Wartet lieber auf den richtigen Moment, wenn ihr in eine Wende schießen könnt oder euer Ziel für einen Moment ruhig hält. Aus welchen Gründen auch immer. Manchmal erreicht man ja in solchen Kämpfen auch, dass der Pilot dann einen Knockout hat, also ein Blackout oder ein Redout. Von daher, da muss man immer ein bisschen drauf achten und dadurch spart man dann auch Munition und kann dementsprechend mehr Abschüsse machen. Nummer 8. Die richtige Gegnerwahl spielt eine zentrale Rolle. Beobachte gut, was eure Gegner und auch Teammates machen, welchen Energiestatus haben die jeweiligen Flieger, Höhe, Geschwindigkeit, Beschädigung, das sind alles so Dinge, auf die man achten sollte. Ich habe mich hier für die Focke Wulf entschieden, weil die aktuell höher und schneller ist als die G55, die zudem leicht beschädigt wirkte hier. Nachdem die Focke dann abgeschossen war, konnte ich mich dann mit Speed und Höhenvorteil in aller Ruhe um die G55 kümmern, bevor die zu nah an ihr Airfield kommt oder ähnliches.
Nummer 9. Wenn euer Ziel brennt und ihr dennoch weiter drauf schießen wollt oder müsst, nutzt dafür idealerweise eure kleinen Kaliber. Den Hauptschaden macht einfach das Feuer und je mehr Munition ihr spart, umso mehr Abschüsse könnt ihr auch machen. Klingt fast logisch, oder? Nummer 10. Behaltet immer auch den oder die anderen Gegner um euch rum im Kopf. Wenn ihr euch in der roten Wolke befindet bzw. mit mehreren Gegnern einen Kampf angefangen habt, müsst ihr immer ein wenig im Kopf behalten, wie und wo die anderen Gegner sind und welche Bewegungen die machen oder machen könnten. Übersicht und ein wenig räumliches Denkvermögen inklusive die Nutzung des Radars oben rechts sind hier der Schlüssel zum Abschluss und dann letztendlich auch zum Sieg. Das waren auch schon wieder 10 Tipps und Clips zum Thema mehr Abschüsse. Aber vor allem bei diesem Thema wird es mehr als nur ein oder zwei Folgen geben. Aber ich hoffe, ich konnte euch soweit schon mal ein wenig weiterhelfen. Bis dahin, wir treffen uns in der Luft.